Guten Morgen, Freunde. Also sorry, dass ich jetzt nicht mehr gefilmt habe. Ich hatte fast keinen Akku mehr in der Kamera. Genau, heute sind wir ein bisschen am Arsch. Es hat gerade richtig geschüttet. Ein bisschen eine Schlaflaune. Aber wir haben folgenden Plan. Wir müssen. Ja, das ist schon echt spät. Folgender Plan: Wir müssen jetzt ins Siam Paragon gleich über ein bisschen shoppen, ein bisschen rumgucken. Und davor müssen wir eigentlich noch Skyshine holen. Wir fahren ja nach Koh Tao, als nächstes Stop ist Koh Tao. Und da brauchen wir noch so ein Nachtzug-Ticket. Das holen wir uns noch. Dann Siam Paragon und Free Barber müssen wir Haare frisch machen. Genau, das ist so der Plan für heute. Also Leute, wir sind draußen. Wir müssen eigentlich auch gleich kommen, wir warten noch kurz. Wir gehen jetzt ins 7-Eleven, da gibt es so ein Rahmengeschäft. Was ist Rahmengeschäft? Das ist so Street Food, Nudels Soup, glaube ich. Die Jungs haben mich gestern schon angefetzt, das soll ehrenlos lecker gewesen sein. Genau, die fetzen wir zum Frühstück. Danach fahren wir jetzt hier im Paragon. Schauen wir mal, wie wir hier haben. Prachtkerl Julian am Start, am Apparat sozusagen. Die anderen Spaß, die sind schon wieder viel zu spät, aber die kommen gleich raus. Boah, ist das was? Das ist ein Klima, Digga. Boah, ich schwör, diese Katze nervt so hart, gell. Was laberst du? Was willst du damit machen, dass sie uns weiter nervt, oder was? Komm, lass mich die Hose wieder auf. Auf keinen Fall, gut. Weil wir gehen jetzt Raum essen. Das Chicken, do you have Chicken? Chicken, do you have Chicken? Also wir bestellen jetzt, wir sehen uns beim Essen. Oder ich hoffe das nicht mit dem Leber oder so, geht auf Ernst. Ich schwöre Gott. Oder du kannst ja probieren. Also, Leber muss ja nicht essen. Man muss Leber essen. Okay, ich zeig jetzt mal die Leute, wie es aussieht. Oder was für Leber, Digga. Entweder es ist auch Leber oder nicht. Aber gestern auch Leber. Ja, ja. Das ist so eklig gespielt. Komm, wir machen schon mal schnell Tastes, Bro. Brühe schmeckt crazy, und ist besser als deine Gäste leicht. Du gewinnst das. Oh ja, die ist besser. Kräftig. Alter. Also wir haben alles selber bestellt, by the way. So ein Sausage. Ist das Kerne am Ende? Der Wichser, der sagt mir, es ist nicht scharf. Oder ist ich sehe noch scharf da. Oder du bist aber für den ist das nichts, weil ich würde keine Schnecke so krass. Was? Schon ein Frage. Die Suppe ist so crazy. Echt? Ja, ja. Ehrenlos. Boah, schmeckt wen da? Crazy. Das ist der erste Rate im Nachhinein. Ich kann nicht beide filmen, weil wir machen jetzt fucking Liver Taste und es sieht so aus wie Schwamm, Digga. Ey, geh aber ohne Vorurteile rein. Ah, damn, ist so heiß. Sieht aus wie ein Sämlein, verstehe. Ich schmeck mir zu blutig, Bruder. Ich find's auch nicht so nice. Weil er dir was jetzt in den Kopf gesetzt hat. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Hm? Er ist nicht bewusst, dass es keine Leber ist, Bro. Ich schwör, hätte ich genauso jemand, Bro. Nee, es ist so komische. Bro, ja, ja. Er schmeckt so, als ob kein noch Blut drin wäre, Bro. Ja, ich check das. Ja, mir taugt auch nicht so hart aus. So schön ist es. Ja, man kann es essen, aber taugt mir nicht so. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Also, Freunde, es war gerade so irre. Das heißt, kleines Fazit zur Suppe. Mir hat sie crazy geschmeckt. Ich habe nur die Leber nicht so gefühlt, weil Leber ist irgendwie nicht so meins, hab ich herausgefunden. Da kommen die Jungs schon. Ey, Digga, die Suppe war crazy. Das war einer der besten Suppen meines Lebens, sag ich. Heller, kräftig, Nudeln waren nice. Auf jeden Fall sehr yummy. Ey, sag ihm auch schnell Fazit zur Suppe. Was haben wir? Suppe, Fazit. Bro, Suppe, low-key 10 von 10. Crazy. Ja, Flavor crazy, bro. Nudeln crazy. Spring Onions crazy. Ja, nur Leberwack, gell? Leberwack, Leberwack. Ja, Leberwack, ich weiß. Wie fandest du die Suppe? Leberwack. Sehr nice. Wir suchen uns jetzt einen Tuk-Tuk, die wollen alle wieder mal finessen, solche Alibabas, Digga. Genau, und dann cruisen wir gleich Richtung Siam Paragon.
schaut, man erkennt was, es ist nur ein bisschen dunkel hier. Ein bisschen ankommen, ist es ehrenlos, ja. Aber es ist alles so groß, jetzt checklich. Wir laden jetzt hier erstmal ein bisschen rum, finden uns ein bisschen Orientierung und dann sehen wir uns gleich drin. Die View hier ist crazy. Die Jungs haben auch ein paar nette Leute kennengelernt, die haben ein paar Fotos von uns gemacht. Die kann ich vermutlich auch einblenden. So, aus Bangkok! Wie findest du es? Wie findest du es? Fucking Giant, so crazy, bro. Schaut euch die View an, Jungs, es ist echt Bangkok, ganz anderes Level. Als alles in Deutschland. Deutschland so wack, Digga. Bangkok ist so krank, Alter. Boah, früher so gefühlt, ja, so wack ist, aber. Also, Freunde, wir sind drin, noch nicht im Paragon, wir sind Discovery und so shit. Aber wir suchen es jetzt. Aber wie immer crazy, Digga, hier ist so fett einfach alles. Alles XXL, in München gibt es so eine Scheiße, also, Polling oder so shit. Hier gibt es alles. Also, wir gucken, wenn irgendwelche Highlights kommen, so, wir gehen bei Lynch Store, glaube ich, dann nehmen wir euch mit. Ja, normal, wir machen zusammen, Bruder. Bist du heute sogar? Nein, heute nicht gut wegen mehr, du kannst ja nichts mehr geben. Lass am Ende. Paragon ist denn, jalla Jungs. Bro, warum machst du das, Kasper? Freunde, wir chillen erstmal im Food Court. Hier ist ein bisschen laut, deswegen kann ich nicht so gut groß schreien, bisschen ich bin heiser. Wenn wir was Nice zu essen finden, dann zeigen wir es euch. Da machen wir natürlich Tastes wie immer. Ein bisschen cringe, aber muss schon sein. Also Freunde, wir sind echt richtige Keks, Digga. Wir sind jetzt gerade in einer der besten Food Courts, eigentlich mit Street Food. Jetzt gibt es goddamn Taco Bell, Digga. So dumm eigentlich, aber egal. Aber Taco Bell ist crazy. Wir gehen doch nicht Taco Bell, ist hella teuer, einfach ganz normaler. Sorry, so. Ganz normale Preis, ehrlich. Aber ich will was Kleines food. Wollt ihr noch was Kleines food oder nicht? Ja, doch, safe. Ja, wir holen was Kleines zu essen, Digga. Hier ist es so, wenn man Food holen will, dann braucht man einfach so einen Call. Dann gehst du zu diesem Typen und da gibt es so einen Call-Counter oder sowas. Seht ihr hinter mir. Ja, und dann kannst du da dein Geld drauf werden. Jetzt zahlen wir damit. Es gibt noch Dings. Ich denke, das ist mal. Ja, was muss man sagen? Ich hab so gesehen, gespielt, gell. Also, Try Machine. Großes Dank, das erste Mal. Jungs, erster Dank, Alter. Aber kein Scheiß. Ist gut, Ed. Aber es ist nicht so crispy. Echt? Die Löffel und eine Gabel. Bring mir auch eine mit. Hey, die Kohle ist steckend. Man sieht ja nicht aus. Bei dir ist voll gehackt. Jungs, ist überhaupt nicht crispy. Nicht crispy. Das ist egal. Schmeckt trotzdem crazy. Also, meine Freunde, kleines Fazit zu Ente. War ich, die Ente war schon. Warte, was ich mache, ich sag doch, Bruder, gerade. Chill. War eigentlich gut, aber war einfach kalt, Digga. Und die Brühe war lecker, aber ich habe so eine ekelhafte Soße damit reingemacht und jetzt schmeckt die Brühe nicht mehr gut. Also, besseres habe ich schon gegessen. 2,50 Euro, fast das teuerste bis jetzt. Das war, Bro, 6 von 10. Ja, ernst, Bro.
Ja, die Ente war kalt und ja, nicht so crusty. Bro, überhaupt nicht crispy, es war nicht vergessen. Es war nicht crispy. Bro, wir haben crispy Duck geholt, Bro. Gar nicht crispy. Es ist auf Dings, auf Street Food besser, Bro. Ja, safe Street Food besser. Ja, Cinnamon Taste Test. Die Typen, die sehen ja. Hier ist alles hier. Oh mein Gott. Schnell. Hol mal raus, Scheiße, Bruder. Chalas. Smell it through the phone. Boah, es riecht Elend. Oh mein Gott, Bro. Das riecht am besten, Loki. Das riecht so gut. Fucking geil, Alter. Eine Schale lässt am besten. Das riecht alle besser. Jeder Schale darf runter. Man braucht, oh, falsches Messer rum. Oh nein. Falsches Messer rum, Ding. Dumm, Digga. Oh nein! Man schiebt doch uns zu. Jetzt kommt die Stano, also die Basic Cinnamon Roll Classic. Hier, warte, ach, lass den Tag, Bro. Da hat, oh, ich hab da so drauf geschoben. Das war deins, Bro. Ah, damn, Baschi. Dings, du musst besser festhalten. Oh, nein. Das ist ja ehrlich, Digga. Nimm den Gas. Okay, das ist so crazy. Jungs, hier, Jungs. Let's go. Nur, ich fand die andere viel besser, aber. Noch besser. Aber so lecker, Bro, what the fuck? Also, dann ist es immer los. Ja, die waren so ehrenlos gut. Aber viel besser als die München. Für 4 Stück 5 Euro gezahlt. Also auch ein Witz. Jetzt gehen wir mal hier durch die Gegend, schauen ein bisschen, was hier für Läden gibt. Oh, Digga, was? Ey, Bro, das geht so fit, hier 19.000. Bro, das ist so wenig. Oh, crazy. Bro, das hat alles, Bruder. Ich sag München, 20k, Bruder. Was? Bro, 19.000 ist nicht viel, schau mal da rein. 500 Euro. Bro, 500 Euro, Bro, ich kaufe die für zu Hause, Bruder. Ah, nein. Du weißt, ob es Foxy für 9 Staffeln sind, ja, Bro. Ich schwör. Foxy der größte Huren, so, Digga. Gear 5 gegen Foxy, Bro. Mit seiner Slow Food, der kleine Cake, Bro. Bist du schon so weit? Wo bist du? Hier irgendwie. Nein, du warst ja nicht mal bei Don Creek, Bro. Du bist ja endlangsam noch. Du kleiner Hund, Bro. Also, wir sind gerade im Apfelstrohr. Schön hier ein bisschen, finden keine Rolltreppe, doch Rolltreppe ist gleich vorne. Aber wir haben noch eine Stunde Zeit, weil gleich das hier aus. Deswegen muss ich ein bisschen beeilen. Was? Schau die Bags. Ey, ist so hart, aber low key, Bro. Das ist Leder, ja, ist krank. Digga, eins so wollte ich. Scheiße, hat den schon früher zugemacht, so eine Kacke, Digga. Alles andere hat gefühlt offen. Also übertrieben enttäuschend, Digga. Das zweite, was wir uns angucken wollten, waren die Uhrengalerie und die ist so small und die ganzen High-Class-Uhren haben alle zu, keine Ahnung, die renovieren, glaube ich, alle. Also Freunde, CM Paragon ist jetzt Geschichte, es hat zu.
Ich glaube, es war auch das einzige Mal, dass wir hingegangen sind. Wir wollten halt einfach mal gucken. Jetzt sind wir hier, keine Ahnung, irgendwo in so einer Street. Ist ganz schön. Meine Stimme geht's echt nicht gut, Digga. Aber fuck, ich darf noch nicht so schreien. Was für Wasser? Für was haben die den, Bruder? Einfach Wasser befüllt. Tisch, das ist Tisch, ah, Die macht selbst einen Vergleich mit irgendeinem. Ja, der den krassen Wasser befüllt, gewinnt etwas. Ja. Also, meine Freunde, ich bin so ehrenlos am Schwitzen, ich komme gar nicht klar. Meiner Stimme geht so, ich habe so viel Voice Grace, kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind wieder bei uns im Viertel, falls du es schon erkannt hast. Und wollen jetzt was essen. Scheiße. Genau, wir laufen jetzt die Causano lang und gucken, was wir kriegen. Jetzt irgendwo ein, weiß ich, ob es Som Tom heißt, Som Tom, glaube ich, heißt es. Oder irgendwie sowas. Papaya-Salat zu ballern, also spicy Papaya-Salat. Yeah. Also, Cass hat sich nochmal fucking Pancake geholt. Es war voll lang. Sag doch, was du drauf hast. Es hat, boah, ich wusste. Crepe mit Banane drin, Schokolade oben drauf. Und fucking Milch. Kondensmilch, Bruder. Kondensmilch. Perverser geht's nicht. Also, Freunde, wir haben uns Chicken Dice geholt. Boah, die sind so nice, gell? Das ist so geil. Schmeckt crazy. Seit 2013.
safe die schlechteste bis jetzt. Erstmal Antwerp, keine Ahnung, ein paar Teile machen nichts geschmeckt gefühlt. Goddamn, Verpeisel hat auch ass, ey. Ich dachte zuerst war gut, aber das schmeckt einfach nach Fisch. Deswegen sind wir noch was angelangt. Check ihn ab. Aus, what the fuck, Bro? Einfach ein Loch, Digga. In den Käsefüßen ist einfach noch ich zeig dir gleich. Ey, wir sind angekommen zu Hause, übertrieben fertig. Ich esse es doch. Kranker Übergang, ich kriege erstmal Happy Fun. Was soll ich sagen? Wir essen jetzt Mango Sticky Rice. Tschüss, Cars Button. Cars Button Fuß noch. Genau. Vielleicht sehen wir uns noch. Ich glaube, wir sehen uns morgen. Gute Nacht.